Hallo und herzlich willkommen, Freunde, so wieder zurück bei eurem Aussie Gamer. Heute gibt es so ein kleines älteres Spiel wieder. Black Ops 1 habe ich rausgekramt und heute mache ich mal ein Live-Commentary. Es geht heute darum, dass nochmal ein bisschen eure Wünsche, weil ich habe jetzt 100 Abonnenten, das heißt jetzt habe ich schon seit ein paar Tagen. Und ja, heute wird es dann für euch dieses Wünsche-Video geben, beziehungsweise so ein kleines Aussichtsvideo, was jetzt so demnächst kommt. Und ich würde euch bitten, wenn ihr Fragen habt oder beziehungsweise was jetzt so als nächstes kommen wird oder Anregungen, das unten in die Kommentare zu schreiben, was ihr auf meinem Kanal wirklich sehen wollt und was nicht. Ich versuche darauf einzugehen und ja, wir starten jetzt gleich mal hier. Achso, warte mal kurz, mal hier gucken, was wir hier so als Klasse haben. Oh, geht. So, und zwar spielen wir mal eine Runde Herrschaft. Also, ich habe es vorher jetzt noch nie gespielt. Also, wenn, dann kriege ich jetzt, wenn es gar nicht gut läuft, richtig auf den Sack. Aber wirklich richtig. Und, ja, mal gucken. Wie gesagt, das wird jetzt ein kleines Wünsche- und Aussichtsvideo. Die Aussichten kann ich euch schon mal sagen, aber irgendeiner hat ja das Headset an. So wie es klingt, jetzt muss ich mal ganz kurz erstmal gucken, dass er mir irgendwie ans Ohr schreit. Was ist denn hier verkehrt? Ach, 3811 läuft bei ihm. So, okay, gut. Mal gucken. Mal sehen hier. Gott, Alter, das war wieder dran gewöhnen an das Spiel hier. PS3-Controller ist auch richtig voll. Nee. Ja, wie gesagt, Aussichtsvideo, es wird jetzt in der nächsten Woche, also das Video lade ich jetzt natürlich gleich hoch, sobald das fertig ist, wird es Black Ops 3 Beta bei mir auf dem Kanal geben. Wir versuchen gleich zum Start, also am Mittwoch gleich schon mal ein paar Runden aufzunehmen für euch. Und ja, das wird dann zusammen wieder mit dem Sneaker kommen. Wir haben das dann schon so ausgemacht, dass wirklich gesagt wird, okay, wir zocken das zusammen, schauen mal, wie es wirklich ist. Ich habe schon ein bisschen was gehört und wollen uns wirklich mal selber mal einen Einblick mal verschaffen, wie das Spiel ist. Wir haben, wie gesagt, schon recht Gutes gehört und ja, mal schauen. Dann als nächstes das dauert aber natürlich noch ein bisschen. Im November kommt natürlich richtig dann Black Ops 3 bei mir auf dem Kanal. Dann kommt auch Need for Speed. Da wird was kommen von dem neuen. Das will ich auch Let's Playen. Dann. Oh, Mensch, das ist aber hier wieder. Das läuft ja wieder richtig scheiße. Dann wird's meiner Ansicht her. Weiß ich gar nicht, was kommt denn da? Was kommt denn dann noch so Schönes an Spielen? Ey, sag mal. Hört doch mal jetzt öffentlich mich hier so fertig zu machen. Irgendwie hab ich hier den Verkehr, die Klasse. Ja, Black Ops 3, Need for Speed. Mal gucken, was dann noch so für Spiele rauskommen. Ich bin am Überlegen, also ich bin wirklich am Überlegen, ob ich auf meinem Kanal ein bisschen FIFA 16 zeige und ich bin eigentlich in FIFA ein totaler Noob, also ich krieg dazu gut wie nichts hin. Aber ich habe eigentlich ein bisschen Bock auf das Spiel, weil ich hab ja früher auch FIFA gespielt, aber irgendwann habe ich dann die Lust verloren, weil ja, ich habe halt dann keine direkte Zeit mehr gehabt dazu. Und gucken wir, warte mal kurz, geht's gleich weiter. Ah, fuck. Voll gespannt, ja. So, na komm her. Hier wart da gerade einer. Bin dahinter. Ach, der klaute mir beide Kills, der Hund. Aua, Alter. Scheiß Gas, Alter. Ich muss mal ganz kurz mal hier weg. Ach, verpiss dich. Hopp. Alter Finne. Mal gucken, erstmal wieder reinkommen in das Spiel hier. Fick dich. Da ist der Napalm-Angriff. Ich
Schade. Ja. Beim Sneaker weiß ich nie, was bei dem auf dem Kanal kommt. Da müssen wir erstmal schauen. Aber ja. Jetzt nochmal kurz zu dem ganzen Fragen und so. Ich werde jetzt natürlich noch eine Runde hinten da dranhängen, weil die war jetzt relativ kurz. Und ja. Jetzt mal gucken, spielen wir nochmal eine Runde Nuketown. Ja, das geht ganz gut. Ich muss bloß mal kurz mal die Klasse mal umbauen hier. Mit was spielen wir denn jetzt eine Runde? Spielen wir mit der Galil? Ach komm, los, wir spielen mit der Galil hier eine Runde. Haben wir irgendwie einen Griff, den wir mit dran basteln können? Ah, das gibt's ja hier nicht. Oh, Alter, halt doch mal die Klappe dort unten. Nein, ich wollte doch nicht auf Profil gehen. Halt doch mal die Fresse, Junge. So. Ja, bei Black Ops 3 bin ich auch am überlegen, ob ich das komplett Let's Play, müssen wir mal gucken, ob ihr die Kampagne mitsehen wollt, als komplettes Let's Play oder den Multiplayer bloß, da müssen wir mal schauen. Dann weiß ich nie, ob ihr noch ein paar Battlefield Gameplay sehen wollt. Das sind so halt Fragen, die ich euch stelle, was ihr halt so direkt auf meinem Kanal sehen wollt, ob ihr mehr technische Tutorials sehen wollt in Sachen PS2, PS3, PS4, PC, Smartphone, also Handy und so. Oder ob ihr wirklich mehr so Gaming-Schiene machen wollt. Das müsst ihr immer sagen. Ihr seid meine Abonnenten, ich mach's für euch. Und ja. So, mal gucken, ob wir jetzt mal mit was geschissen kriegen. Die Abschussserien, die ich schon mit habe, das ist der Napalm-Angriff. Der Orbitalsatellit und dann noch ja, den Helikopterschützen, den UI. Ja, hier ist mir doch zu viel los hier unten. Hier oben. Und mal kurz mal in die Klemme aufstellen hier. Den haben wir erstmal gebumst. So eine Scheiße, aber. Jetzt mal kurz gucken, ob wir ein bisschen hier vorankommen. Ich werde jetzt noch ein bisschen in Deckung laufen, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt, das ist echt krass. Ich will ja auch ein bisschen was erreichen, ja. Ich will ja nicht direkt bloß campen, sondern auch ja, mal eine ordentliche Abschussserie raushauen. Aber dazu muss ich ein bisschen mich zurückhalten in Sachen Vorrennen und so. Sehen. Aua, Arschloch. Schießt er mich an? Ne, das gibt's ja nicht. Ja, Yui jetzt schon oder was? Achso, okay. Vorräte, ich wollte schon sagen. Das wäre jetzt zu krass gewesen, aber jetzt gehe ich natürlich nicht raus, das ist klar. So, mal gucken hier. Ja, da ist er noch rumgerannt. Natürlich ballern die hier voll rein, das ist klar. Wir haben B verloren. Ah, scheiße. Könnte, Alter, hau doch mal ab mit deinem Scheiß, oder? Juli, haut ab. Sehr schön. Läuft. Ach scheiße! Ach, genau in dem Moment kommt der rein, der Arsch. Fuck you. Ach, fick dich doch! Nicht mal mehr aus dem Spawn hier hinten raus. Gott, nee. Oh, ist das Fail-Aim hier. Hebt Otler ab, so wie das klingt hier.
kurz mal ein bisschen verstecken hier. Hier war da irgendwo einer. So, Napalm-Angriff. Haben wir gleich so hier. Nein, und der holt mich natürlich weg, der. Mann, fick dich, ey. Scheiße. Hier oben ist da irgendwo einer, oder? Kann das sein? Na klar. Scheiße, Mann, ey. Das ist doch. Der Kunde wird irgendein Nerv. Der steht einfach so drin und keiner kriegt den Tod oder was. Mann, du scheiß Kabel hier. Hau ab. Feindliche Cobra, jetzt kommt er noch mit dem Scheiß an. So. Ah, hier oben gehe ich lieber näher rein. Na, komm her, du Ratte. Letztes gefälscht oder was? Nein. Aua! Piss dich, Alter. Die ballern uns jetzt so ein hier, das ist echt krass. Nur feindlicher Todbringer. Ich sag mir jetzt nicht, dass der Typ mich als erstes. Oh, Fitchi. Auch mit der Kommando hab ich auch früher sehr viel gespielt, ja. Na, da hauen wir halt mal das Ding raus. Verpiss dich doch mal, du Lappen hier, ey. Junge, Junge, Junge. Kaum eh mal die Kommando wieder hier. Schön läuft die Sache. Die alle mit ihrem scheiß letzten Gefecht, ey. Oder zwei, die Chance. Den hat es natürlich so. Feindliche Fernlenkladung gesichtet. Ist ja immer hier drinnen, nicht klar. Oh. So, bitte lass jetzt mal ein bisschen was kommen hier. Natürlich. Und. Oh, Junge, hau ab. Mal kurz mal Klemo hier aussetzen. Ja, den haben wir. Lad nach. Scheiße. Ach, das ist es gekriegt. Wir kommen gar nicht hier hinten aus dem Scheiß-Spawn raus, ja, das ist so assi. Nein, und der Panic-Knifet mich. Ach du Vogel. Fick dich, hau ab, Mann. Oh Mann. Was habe ich denn hier? 26,7. So an sich läuft ja, aber ich komme nie auf eine Hole Streak. Oh, fick dich. Lass dir immer reingeschissen, scheiß immer rein. Ja, kannst du machen. Alter Finne. Achtung, feindliche Fernlenkladung gesichtet. Boah, Junge. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Ach, er sitzt bei uns am Haus. Ach, du bist doch ein Verrückter, komm her. Mal baff dich. Baff dich! Arschloch. Schön das Ding ins Maul. Wir verlieren Bravo. Mal die Falten gerade ziehen.
habe aber doch die verkehrte Waffe genommen. Ich hätte vielleicht eine Farmers nehmen sollen oder sowas. Oh ja, Junge. Oh nö, hä? Was hat denn der? Ach, da kommt der mit, jetzt kommt der mit der AK an. Komm her, ja. Ah, ich muss erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Was haben wir denn hier? Ein 34-13. Naja, so schlecht läuft es doch fast erst einmal gar nicht. Aber. Oh, die mit der scheiß Gas-Scheiße, ey. Wir sind einfach richtig hingefurzt. Nein. Ach, Junge. Ich hab schon noch von der Schlagklasse noch so mit hier. Hier haben wir noch eine, das war eine Geistklasse, aber auch mit einer Farmers. Mal gucken, was haben wir hier? Kommando mit Granatenwerfer. Oh Junge! Durch, durch, durch. Gibt's ja nicht. Oh Gott, hier muss ich auf jeden Fall schnell laden drauf, ja. Für den gehandelt. Wo denn? Hier war da gerade einer. Verbündete Cobra unterwegs. Ja, es ist natürlich klar. Ey, du bist aber auch so ein Opferkind. Fick dich. Boah, Junge. Ey, da sitzt der im Eck. Und der steht einfach da drin. Ich hab gedacht, ich krieg den noch. Ey, den kriegst du aber auch nicht da draußen. Noch. Ja, haben wir zwar verloren, knapp, aber ja, an sich lief es ja dann. Sniper-Schuss hier. Oh ne, oder? Und ka-ching! Ja, Freunde, 43-19. Sagen wir mal, der Drops ist gelutscht. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, dann gerne in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen. Und ja, seid gespannt auf Mittwoch dann. Da kommt Black Ops 3 Beta. Versuch's gleich am ersten Tag gleich hochzuladen. Und ja, seid gespannt. Und ich würde mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.